So, ich zeige dir jetzt mal, wie das mit diesen verstärkten Knopflöchern, wie ich sie hier im Blogbeitrag erklärt habe, auch mal live und in Farbe. Also, um so ein verstärktes Knopfloch zu stricken, stricke ich nur zuerst einmal bis zu der Stelle, wo das Knopfloch entstehen soll. Das sind bei mir 5 Maschen vom Rand entfernt und ich möchte das Ganze über 3 Maschen machen, also ein relativ großes Knopfloch. Jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Ich bin jetzt an dieser Stelle, wo ich anfangen muss. So, jetzt bringe ich zuerst einmal den Strickfaden von hinten nach vorne und hebe die erste Masche ab. Jetzt kannst du sie wie zum Linksstricken abheben. Ich mache es immer lieber, ich hebe sie wie zum Rechtsstricken ab. Dann bringe ich diesen Faden wieder nach hinten. Und da bleibt der jetzt erst einmal. Wir benötigen jetzt erstmal nicht. Jetzt machen wir alles nur noch mit abgehobenen Maschen. Ich nehme die wieder ab. Ich jetzt wieder wie zum Rechtsstricken. Du kannst es auch. Schau, was dir besser gefällt. Ich mag es lieber so. Und ziehe jetzt die erste Masche über die zweite, ganz normal. Und das ist jetzt meine erste abgekettete Masche. Dasselbe mache ich jetzt nochmal. Abheben ohne den Faden, der bleibt hinten einfach achtlos liegen. Zieh das da drüber. Das dritte abheben und drüber. Jetzt habe ich die 3 Maschen abgekettet, die ich auch abketten wollte. Die letzte Masche bringe ich jetzt zurück auf die linke Nadel, dass ich hier so richtig schön die Lücke frei habe. Und jetzt drehe ich die ganze Arbeit mal um. So, jetzt habe ich hier wieder meinen Faden. Den möchte ich da jetzt aber gar nicht haben. Den brauche ich und bringe den hinter die Arbeit. Und jetzt schlage ich neue Maschen an. Und zwar zunächst einmal die 3 Maschen, die ich hier auch abgekettet habe. Und zwar mache ich das mit dem sogenannten Cable Cast-On. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Folgendermaßen. Ich gehe hier, linke Nadel, zwischen die beiden ersten Maschen, hole einen Faden und lege den zurück auf die Nadel. Auch da musst du jetzt für dich entscheiden. Du kannst ihn jetzt so auf die Nadel legen. Ich selber finde es für mich einfach schöner, wenn ich von unten nach oben die also einmal leicht verdrehe, die Masche. Tust es auf die Nadel, ziehst ein bisschen. Nochmal. Erste Masche. Holen. Drauflegen. Zweite Masche. Holen. Nein, jetzt war ich nicht dazwischen. Den Faden holen. Und die Nadel nehmen. So, das sind jetzt die 3, die wir haben wollten. Oder die wir auch brauchen, die wir abgekettet haben. Ich schlage jetzt aber noch eine zusätzliche Masche an, eine vierte. Und bevor ich die jetzt auf die linke Nadel nehme, lege ich den Faden wieder nach vorne. Tue ihn auf die Nadel und ziehe ein bisschen dran, dass die auch fest ist. So, jetzt sind es also 4 Maschen. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist wieder die richtige Richtung einschlagen. Das Ganze also wieder umdrehen. Und jetzt hebe ich die erste wieder ab und ziehe diese zusätzliche Masche drüber und werde sie damit wieder los. Das ist das ganze Geheimnis. Dadurch, dass ich hier diesen Strickfaden, Faden immer um die erste und letzte Masche gelegt habe, ist das Knopfloch an den Seiten verstärkt. Ich stricke das jetzt hier mal die Reihe zu Ende. Es sind jetzt nicht mehr so viele Maschen. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist in einer Reihe gestrickt und es ist eben durch diesen Faden, der um die erste und letzte Masche gelegt wird, verstärkt und kann nicht mehr, man sieht das hier unten an den, hier gar nicht mehr so in die Länge gehen und ausleiern, wie das eben bei der normalen Strickweise ist. Das heißt, auch wenn diese Löcher, da mal ein paar Mal einen Knopf rein und rausgetan habt, leiert es trotzdem nicht aus, sodass irgendwann, wie man es kennt,
der Knopf da so oder so wieder rausflutscht und die Jacke ständig offen ist oder Pullover oder was auch immer. Ich finde, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das eine ganz einfache Sache und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und denke, dass der eine oder andere damit auch was anfangen kann.